mir mal ganz kurz anschauen, was 20 für Fortschritte Madeira macht. Alter, kann ich mir nächste Woche selber nochmal angucken. Yo Leute, Double Peace, hier ist wieder Tanzrobot und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Alter, let's go, Alter, aus einer Perspektive. Heute habe ich die Kamera mal umgedreht, sodass man... So insane, wie seine Wohnung immer noch so ordentlich aussieht auf Madeira, Bro. Mad Respects dafür, Alter. Man den, ein anderes Stück der Wohnung sehen kann. Ich finde das auch eine sehr schöne Perspektive, einfach nur deswegen, weil... Ein Ballermann-Karriere incoming, bitte nicht, Mann. Ich schwöre, ich würde mich vorher aufhängen. Ich hier so richtig extrem weit weglaufen kann, weil die halt so extrem groß ist und dann kann ich trotzdem weiter mit euch reden und dabei voll viel laufen, weil das voll schön ist. Was mache ich hier eigentlich? Das ist überhaupt nicht lustig. Und zwar ist heute ein besonderer Tag. Heute vor 2 Wochen bin ich mit dem Flugzeug hier nach Madeira geflogen. Ich bin ja aus dem Grund hierher gekommen, dass ich ja einen kompletten Lebenswandel durchmachen will. Hat er schon abgenommen oder denke ich das nur? Simon hat mich ja hier eingeladen, wollte mit mir gemeinsam ziemlich viele Dinge umsetzen und ich dachte, dass es eventuell ganz cool wäre, so diese ganze Zeit jetzt einfach mal Revue passieren zu lassen. Ich bin jetzt 2 Wochen hier, habe sehr viel an meiner Ernährung umgestellt, die ich euch auch jetzt einfach in diesem Video erklären werde, worauf ich auch sehr stolz bin. Ich habe sehr viel Bewegung zugenommen. Also ich habe zugenommen an Bewegung. Jedenfalls habe ich jetzt so in den letzten Zeiten in Deutschland so dieses Gewicht von 118,5 Kilo gehalten und ich werde heute gemeinsam mit euch auf diese Waage steigen und gucken, wie sich das alles verändert hat. Okay. Aber vorher möchte ich mit euch natürlich nochmal, wie ich eben schon erwähnt habe, die 2 Wochen nochmal kurz besprechen, damit ihr auch checkt, inwiefern sich... Nur Ernährung umgedreht, weil es da kein Lieferando gibt. Ja, aber ist doch schon mal ein Fortschritt, Alter, ist doch schon mal gut. An mir was verändert hat. Er wiegt so ich wie viel, lol, ja Sven, Digga, bei dir ist die Hälfte Kopf. Simon hat mich ja aufgenommen, hat mich an seiner Ernährung teilhaben lassen. Das hat man ja auch. Arisa, danke für die 1000 Bits. Epic WLAN, Kuss, Dankeschön. So ein bisschen auf meinen Kanal. Ich hatte jetzt nicht so Bock, alles auch so 1:1 zu filmen. Ich finde das. Kannst du auf Coronavirus reagieren? Malaka, was willst du von mir? An dieser Stelle mal erwähnt, falls ihr euch aufregt, dass zu wenig von mir kommt. Ich finde es sehr anstrengend, wenn ich mit Simon unterwegs bin, dass wir simultan zueinander Live-Aufnahmen machen. Weil einfach daraus derselbe Content... Okay, skip mal hier ein bisschen rüber. Ich habe mich ja dazu noch bewegt. Das bedeutet, ich habe vielleicht auch ein bisschen in meinen Muskelaufbau investiert. Rein von... Perfekt. Die gönnen wir, tanzen die Werbung. Die gönnen wir ihm auf jeden Fall. Revi auch, überspringt die Werbung. Ja, natürlich nichts Großes. Ich habe jetzt nichts Krasses gemacht. Ich bin ein bisschen gelaufen, habe ein bisschen Sport für die Arme gemacht, aber das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Ey, Tanzi, kurze Ansage. Guck mal, ich bin nächste Woche da. Ich bin auch ein komplettes Hemd, Alter. Aber ich würde gerne mit dir trotzdem eine Gym-Session machen. Ich fände das übergeil, mit dir einmal ins Fitnessstudio zu gehen. Vielleicht können wir Orange Morange, den aufgeblasenen Wichser, auch noch mitnehmen. Das wäre doch nicht verkehrt, Alter. Tanz, ich lade dich herzlich ein. Wenn wir auf Madeira jetzt sind nächste Woche, gehe ich mit dir gerne einmal ins Gym. Und wir machen ein bisschen Bankdrücken, Zungenkuss und was man sonst im Fitnessstudio macht. Seife bücken, ne? Du weißt. Aber das sind einfach schon mal 2 Kilo Differenz, die jetzt innerhalb dieser 2 Wochen entstanden sind, ohne dass ich mich jetzt extrem krass zurückgehalten habe. Also zwei ich Kilo, esse immer krass. Noch relativ viel, aber ich ernähre mich natürlich deutlich gesünder und greife natürlich auf Alternativen zurück. Kein McDonald's mehr, kein gar nichts. Stark. Das ist natürlich, das ist ein Ergebnis, mit dem bin ich zufrieden, womit ich nicht zufrieden gewesen wäre, jetzt, wenn ich jetzt auf die Waage gehe und ich auf einmal 120 wiegen würde. So. Natürlich nicht. Ich werde meine Hose jetzt auch anlassen. Also, ihr könnt schon mal dazu rechnen, die Hose wiegt ungefähr 7,5 Kilo. Nein. Das ist gelogen, Tanzhaut, das wissen wir. Ich lasse einfach alles an, weil das so authentisch wie möglich wirken soll. Und ich habe gerade echt Angst. Ich habe Angst davor, dass jetzt ein Ergebnis kommt, mit dem ich nicht zufrieden bin. Oder ich dann auf einmal keine Erfolgsschritte oder sowas spüre. Aber ich werde die jetzt anmachen. Alter, ich habe gerade wirklich Angst. Ich werde jetzt raufgehen. Oha, oha, Digga, nice, nice. Digga, das ist krass. Kilo nochmal runter, Alter, das sind 4 Kilo, Mann. Das ist gut. 115,7. Stark. Puh. Stark, Mann. Ich muss sagen, irgendwie hätte ich es mir vielleicht noch ein bisschen besser vorgestellt, aber das ist ein Fortschritt, den man sieht. Wollte ich gerade sagen, Alter, das ist halt das Ding. Wenn man jetzt, klar, man nimmt ja nicht 4 Kilo reines Körperfett ab, man nimmt ja auch ein bisschen Muskelmasse mit weg und sowas, aber das sieht man ihm schon an, also... So, ich glaube so gerade so 10 Kilo oder sowas, da macht er sich schon echt bemerkbar. Wenn Tanzi bei seiner Größe Tanzverbot ist, glaube ich, ein Stück größer als ich, der wird seine 1,86, 1,87 wird der groß sein. Vielleicht sogar 1,90. Ja, könnte hinkommen, vielleicht Tanzverbot sogar schon 1,88 oder sowas wird er sein. Wenn er damit auf die 100 Kilo durchtrainiert runtergeht oder 90 Kilo geschreddet, Alter,
Ciao Leben, Junge, dann ist Tanzverbot ein anderer Mensch, Digga. Nächstes Jahr, was habe ich letztens noch gelesen? Tanzverbot, letztes Jahr Tanzverbot klaut McDonald's Burger, nächstes Jahr Tanzverbot klaut deine Freundin. Wirklich, Alter. Also ich kann es mir vorstellen, Alter. Ich würde es ihm sau gönnen. Ja, Mann, Bro. Lass mal nächste Woche das Gym hitten, Alter. Ich bringe alles an Supplements mit auf die Insel. Proteinpulver brauchst du nicht. Weight Gain aber brauchst du auch nicht. Perfekt, Bro. Ich bringe dir eine Flasche Wasser mit rein in die Olga. Ich habe mich ja dazu noch bewegt. Das bedeutet, ich habe vielleicht auch ein bisschen in meinen Muskelaufbau investiert. Rein vom Gewicht her natürlich nichts Großes. Ich habe jetzt nichts Krasses gemacht. Ich bin ein bisschen gelaufen, habe ein bisschen Sport für die Arme gemacht. Aber das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Aber das sind einfach schon mal... Das Wichtigste ist, was mir auch mein Personal Trainer nochmal gesagt hat, ist, wenn man halt wirklich effektiv Gewicht abnehmen will, dass es halt nicht nur reicht, seine Ernährung umzustellen und man tatsächlich dann... Oh, ich meine, jetzt muss ich die Cam hier ein bisschen umstellen. Dass es nicht nur reicht, seine Ernährung umzustellen und zeitgleich... tatsächlich auf Cardio zu gehen, sondern auch tatsächlich ein bisschen Krafttraining zu machen, weil Krafttraining halt auch nochmal wirklich eine Menge Kalorien verbrennt und halt dem Muskelabbau ein bisschen ausgleicht, beziehungsweise tangiert halt, wisst ihr, was ich meine? Deshalb ist das ein Kombo-Paket, was man eigentlich machen muss. Also Ernährung umstellen ist das Wichtigste eigentlich, wenn man Gewicht verlieren möchte. Dazu halt Cardio und ein bisschen Muskelaufbau scheint wohl auch, so wie er es mir gesagt hat, das Wichtigste sein. Ey, ich bin selber kein Mann von Fach, deshalb habe ich einen Personal Trainer so. Aber ja, Algen essen, ganz wichtig, Alter. Also auf Madeira kann man, das ist das Problem, Leute, auf Madeira kann man extrem gut essen halt. Ne? So, ich war ja auch da und oh mein Gott, ich kann verstehen, dass Unge so fett geworden ist, Alter. Erstmal kocht Sabine extrem gut, zweitens ist Essen da sehr gut. Also das kann ich schon nachvollziehen, Mann. Aber ja, Mann, nices Ergebnis auf jeden Fall, wirklich verdient. 2 Kilo Differenz, die jetzt innerhalb dieser 2 Wochen entstanden sind, ohne dass ich mich jetzt extrem krass zurückgehalten habe. Also ich esse immer noch relativ viel, aber ich ernähre mich natürlich deutlich gesünder und greife natürlich auf Alternativen zurück. Kein McDonald's mehr, kein gar nichts. Wobei von Schall unten am Hafen Mac ist hat, Bro. Just saying. Und das ist natürlich, das ist ein Ergebnis, mit dem bin ich zufrieden, womit ich nicht... Mein Bruder hat in der halb 2 bis 3, 8 Kilo, was? In der halb 2 bis 3, 8, 2 bis 3, 2 bis 3, was? Was? Monate, Jahre, Tage, was? Ich wäre zufrieden gewesen, wenn ich jetzt auf die Waage gehe und ich auf einmal 120 wiegen würde. An dieser Stelle möchte ich nochmal etwas anderes dokumentieren. Das könnte jetzt für einige Menschen unangenehm werden. Ich werde jetzt mein T-Shirt ausziehen, um auch einfach nochmal mein Oberkörper zu dokumentieren, rein vom Fett her, wie das aussieht. Gut, das können wir uns auf Twitch leider nicht angucken, sonst kriege ich hier einen Bann reingedrückt. Aber auf jeden Fall, nice Ergebnis, Bro. Finde ich extrem stark, dass du das so durchgezogen hast, Alter. Glückwunsch an dich an der Stelle. Sehr, sehr nice.